Hi Leute, hier ist Leingemeint und ich begrüße euch herzlich zum nächsten Teil von Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir haben hier unseren schönen Duff XF und transportieren gerade Reis von Sheffield nach Edinburgh. Das war eigentlich ja die schlechteste Fracht, die wir uns holen konnten, aber auch die einzige hier in England. Und deswegen stehen wir hier an der grünen Ampel. Ich hatte noch die Feststellbremse gezogen, die ist aber gerade mal schnurstracks gelöst und jetzt geben wir auch gleich mal ordentlich wieder Gas, schalten wieder hier hoch in den, wie auch immer, schon einen Gang, ja, hier bei 30 km/h in den 9. Gang. Und ich schalte meine Stoppuhr ein, damit ich weiß, wie lange ich schon aufnehme und fahre erstmal irgendwo dagegen, dass wir schon wieder schön 9% Schaden mit unserem schönen Duff haben. Der ist doch erst so neu, der hat doch erst 500 Kilometer auf der Uhr, der ist doch erst 500 Kilometer gefahren und schon so viel Schaden, schon wieder 1% Schaden an der Fracht. Eieieiei, ich sollte mal mehr aufpassen hier. Wir fahren einfach mal hinter den Land Rover, aber irgendwie kriegt der da vorne irgendwie nicht so das Gaspedal durchgedrückt und der hier und ich hier irgendwie auch nicht. Ich ordne mich jetzt einfach mal hinter dem ein. Ja, und jetzt zieht er davon. Ja, so sieht's aus. So, wir haben wow, der Bus da geht aber auch ab in der Kurve. Der LKW da fährt schon wieder langsamer. So, ich habe im letzten Teil weiter euch über die Sonderaufbauten erzählt. Und ja, jetzt geht's schon wieder weiter mit Sonderaufbauten. Und ja, ich denke mal, wir sollten das jetzt eigentlich fertig kriegen. Ich setze jetzt einfach mein Tempomat rein bei fast 70 km/h. Wie müssen wir raus? Ich muss mal auf das gucken. Ja, wir fahren links. Ich lasse jetzt mal die Navigationsmap. So, der LKW fährt erstmal links in die Kurve. Machen wir es dem nach und bremst dann. So, hier schön die Holzvertäfelung. Das Fach da ist eigentlich nutzlos, weil wir da eh nichts reinlegen. Wir müssen so Sonnenbrillen anziehen können. Das wäre ganz lustig, aber naja, sowas gibt es hier nicht. Beim Bus und Cable Car Simulator, vielleicht kennt ihr den. Da konnte man sich so Sonnenbrillen kaufen, dann hat man halt alles so in anderen Farben gesehen, so orange oder so halt. Wegen den Sonnenbrillen halt, ja. So, ich hoffe, wir haben da jetzt keinen behindert. Doch, den da hinten wahrscheinlich, aber der riecht jetzt doch hoffentlich nicht auf. Vielleicht ist ja seine Fracht. Vielleicht will er sich ja morgen den Reis kaufen, den wir heute hier transportieren. Also soll er sich mal bloß nicht aufregen. Wir müssen noch. Wenn es jetzt so eine dringende Lieferung ist, muss man jetzt so sagen, ah ja, wir müssen auch pünktlich, keine Ahnung, was so Supermärkte in England gibt, pünktlich in Edinburgh vor 10 Uhr ankommen, weil der Supermarkt dann aufmacht und die Leute wollen ja noch ihren Reis haben, also schnell dorthin, aber nein, würde ja eh nicht gehen, weil wir ja nochmal dazwischen eine Pause machen müssen. Also können wir erst später anliefern. Haben wir auch noch 19, wahrscheinlich jetzt noch 18 Stunden. Bis wann wir liefern müssen. Alle sitzen sie hier auf der rechten Seite, nur ich sitze auf der linken Seite. Der langsamer, ne, nicht wahr, doch, vielleicht ein bisschen, oder kommt es mir nur so vor? Ja, hat er Angst bekommen, ne? Ja, wenn aber auch einfach auf einmal so ein großer Brummi einfach mal so rüberschwenkt und man fährt so echt direkt daneben, ja, das ist schon übel, da würde ich auch Angst kriegen und würde sofort bremsen. Weil er weiß, weil er hat einen wahrscheinlich nicht gesehen und will das Manöver weiter ausführen, also den Spurwechsel weiter ausführen und dann, ja, macht Rums und dann, ja, kommt es zum Crash, aber da hinten, der ist weiter weg, wir fahren jetzt mal rüber, weil wir eh weiter geradeaus müssen. So, auf der A1, nicht M, nein A, geht's weiter. So, nein, ich wollte nicht noch einmal die Spur wechseln, M62, aber irgendwie regnet nie. Obwohl es ja hier irgendwie England, da regnet es doch manchmal. Oder eigentlich denkt man auch öfters, ja, so bei England oder in England ist es eher so, oh ja, immer so Regenwetter und so. Und ja, ist jetzt hier nicht der Fall. Und wir fahren hier, ach doch, wir wollten jetzt abfahren, hier pennen, genau. Das war ja die erste Raststätte. Sehe ich richtig so. Dann fahren wir mal ab. Dann können ja auch nochmal nach den Preisen kurz gucken. Wir werden aber wahrscheinlich nicht tanken. Okay, 80 ist vielleicht ein bisschen schnell, um in die Tankstelle reinzufahren, aber egal. So, auch das ist eher so eine alte, die man auch noch aus dem ETS kennt. 1,39, aber in Pfund, mal gucken. Es wird spannend, wie teuer. 1, oh, sogar teurer. Also 1,60 Euro sogar. Das ist schon ganz schön teuer. Wir stellen uns einfach mal jetzt ganz einfach hier hin. Der ragt aber auch ein bisschen über die Parkabgrenzung hier raus mit seinem LKW. Aber macht ja nichts. Wir haben noch genug Platz. Motor aus. Eingabe drücken. Und wir kommen eine Weile zur Ruhe. Jetzt ist es wieder schön Nachmittag. Wir können die Lichter ja ausschalten. Und hier bei schönem Wetter weiterfahren. Super.
Und ja, dann geht's wieder zurück auf die Autobahn. Noch 4 Stunden Fahrt liegen vor uns. So, dann komme ich jetzt wirklich mal zu den nächsten Sonderaufbauten. Das ist nämlich dann... wir waren letztes Mal bei den Transportwagen, bei den Mannschaftstransportwagen stehen geblieben. Und jetzt geht's bei der mobilen Küche bzw. bei der Feldküche weiter. Und mobile Küche, da könnt ihr euch wahrscheinlich auch schon was drunter vorstellen. Also die ist zur Verpflegung von Menschen außerhalb geeigneter fester Einrichtungen, zum Beispiel einfach im freien Gelände. Und die wird halt hauptsächlich beim Militär eingesetzt, und außerdem bei Hilfsorganisationen, also beim Militär, ja, die sind halt gerade irgendwie so, ja, Afghanistan, da sind die ja, das deutsche Militär ja im Einsatz, und dann sind die halt gerade da so unterwegs auf Patrouille, und dann kommt halt jetzt gerade so Mittagszeit, und die haben halt dann Hunger, und dann kommt halt so diese mobile Feldküche, und dann kriegen die halt dann, da werden die halt damit Essen versorgt, damit die dann halt danach gestärkt weiterarbeiten können. So, ich fahre ein bisschen langsamer, da drüben ist die Geschwindigkeit, ah, da war eh schon die Radaranlage da drüben. Ah ne, das ist ja hier auf der Seite die Radaranlage, wo ist sie? Da vorne steht sie, fahren mal ein bisschen langsamer. Dass wir auch hier nicht geblitzt werden. Da vorne, die Autos fahren aber alle ziemlich langsam. Da wird die Spur kleiner, okay. Ich würde sagen, wollen wir uns mal einreihen und mal gucken, wie lange das dauert. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Und wir gucken einfach mal, wie lange das dauert, um da jetzt einfach auf die andere Spur zu kommen. Eigentlich ist es ja dumm, hier reinzufahren, aber okay. Wissen wir. Einmal kann man das jetzt mal machen. Komm, jetzt kannst du losfahren. Och nee, jetzt komm, da kommt doch... Es kommt da Verkehr. Ohne Ende. Alter, die da hinter mir, die müssen auch noch alle rein. Ich weiß ja nicht, wie das hier funktionieren soll, dass man da irgendwann mal rauskommt. Ach, der Typ da vorne in seinem Auto, der kann aber auch nicht fahren. Das ist doch genug Platz, der hat doch wahrscheinlich... Ah, der hat endlich mal Lichthupe gegeben. Danke, dass es ein bisschen vorangeht jetzt hier. Jetzt lass den LKW auch rein. Ach, meine Fresse. Das muss immer Ewigkeiten dauern, wenn man da in so einem Dings drin steht. Ich weiß aber nicht, wieso man sich sowas antut und nicht einfach schon vorher da rausfährt. Jetzt tut sich noch mal ein bisschen was, aber der Volvo ist immer noch nicht runter. Ah, herrje, das dauert und dauert und dauert und dauert und dauert und dauert und dauert. Leute, das geht echt nicht. Das dauert viel zu lange. Okay, aber wir bleiben jetzt hier drin stehen. Ich habe gesagt, wir bleiben da drin stehen und gucken mal, wie lange das dauert. Wahrscheinlich stehen wir hier jetzt so im Spiel 1 Stunde. Wir haben aber noch genug Zeit, oder? Noch 8 Stunden, bis wir liefern müssen. Okay, passt schon. Ah, hat er den vorgelassen. Oder nicht? Wir könnten doch wenigstens alle einfach mal, die jetzt hier rechts auf neben uns an der Spur kommen. Die könnten doch einfach mal eins rechts rüber schwenken, weil wenn ihr mal guckt... Auf der anderen Spur fährt kein Mensch. Kein Mensch fährt auf der Spur ganz rechts außen. Aber alle fahren sie auf der mittleren Spur. Alle. Da kriegt man ja Kreislauf, wenn man sowas sieht. Ist man echt die Krise. Aber guck mal, beim LKW kann man ja noch verstehen, dass er nicht gleich losfährt. Aber bei so einem Auto... Da kommt doch keiner. Boah. Hier haben wir mal einen LKW, der auch mal eine ordentliche Hupe hat. Nicht so wie die letzten beiden. Ich kann nicht erkennen, macht die Lichthupe. Egal, ich fahre einfach. Danke. Und weiter geht's. Ja, so lange steht man da drin. Das war jetzt noch relativ kurz. Ich glaube, als wir mal bei... in den Alpen waren und dann... war ja auch mal so eine Spurverkleinerung. Da standen die noch viel länger. Da war noch viel mehr los. Und ja, wir hatten jetzt noch mal relativ Glück hier. Das ging ja jetzt ganz gut. Aber sowas mache ich nicht noch mal. Ja, vielleicht... Obwohl, vielleicht mache ich es noch mal oder so. Aber ja, ich mache das jetzt nur noch sehr selten. Also nur noch sehr selten fahre ich da so wirklich rein. Und stelle mich da in diese langen Schlangen an. Aber... ja... Das ist wirklich irgendwie ein bisschen komisch, dass die nicht eins rüberfahren, weil auf der mittleren Spur sind sie alle gefahren, aber rechts außen kein Mensch ist da gefahren. Hätten sie doch einfach mal eins nach drüben fahren können, aber naja, wenn sie meinen. Ihr seht ja auch, keiner fährt, doch da fährt einer außen, der uns gerade rausgelassen hat, aber sonst
fährt fast keiner außen, so ist man erstmal ein Crash mit dem. Oh, der fährt relativ weit außen auf seiner Spur. So, 90 km/h. Ja, das sehe ich jetzt mal als Autobahn hier noch an, oder? So, hier ist auch schon die nächste Raststätte, aber da wollen wir nicht raus. Und der LKW da vorne ist ein bisschen langsam, da fahren wir mal rüber. Ach, da vorne der grüne, das grüne Auto da vorne auf der Autobahn sieht auch ziemlich langsam aus. Naja, wir gucken mal, ob wir den noch... Ach nee, okay, die ziehen beide da vorne, der rote und der grüne. Und dann fahren wir mal wieder links rein. Und ich mach mal weiter mit dem nächsten, mit dem nächsten Sonderaufbau. Das sind die Müllwagen, nämlich die Müllabfuhr. Da muss ich jetzt nicht viel besonders erklären. Die dienen halt zur Müllabfuhr. Die Müllwagen dienen zur Müllabfuhr, ja genau. Und ja, sowas kennt ihr bestimmt, habt ihr schon mal gesehen. In Orange sind meistens die Leute angezogen, die da dran, die mit dem Fahrzeug unterwegs sind. Und ja, damit die halt einfach auch gesehen werden immer. So, dann geht's auch schon weiter mit dem Fahrzeug, was jetzt heute eigentlich jetzt, zu der Zeit, wo ich es aufnehme eigentlich, häufig gebraucht wird das Fahrzeug, nur es ist dieses Jahr irgendwie nicht so. Nämlich in der Winterzeit wird es gebraucht, vielleicht kann der ein oder andere ja sich denken, nur dieses Jahr 2012 wird es irgendwie nicht so gebraucht. Und es ist so, es ist das Räum- und Streufahrzeug, das ist im Winterdienst nötig. Also hier, wo ich wohne, da hat es bis jetzt, wenn 4-5 Mal schon geschneit, beziehungsweise 4-5 Mal mussten die wahrscheinlich so die Straßen wieder freiräumen. Also war es halt so der Fall, dass die Straßen so zugeräumt waren. Die dienen zur, also im Winterdienst sind die tätig zur Befreiung der Straßen von Schnee und Eis. Und ja, auf der Autobahn ist es auch mal was ganz Besonderes, da fahren die so direkt so ganz oft nebeneinander und so versetzt halt nach hinten und dann schieben die halt den Schnee so zur Seite von der Fahrbahn runter. Aber es werden mal nicht jetzt immer alle, wenn es dreispurig, werden wahrscheinlich immer nur zwei oder so Spuren erstmal geräumt. Dann gibt es noch die Saug- und Druckwagen. Das ist eine Sonderform von Tankwagen. Die dient zum Entleeren von Schlamm und Sickergruben. Und halt auch zur Kanalreinigung. Das habt ihr auch vielleicht schon mal gesehen oder irgendwie auf Bildern. Das sind dann auch so Männer halt in Orange. So, die Leute halt haben auch orange Kleidung an, damit die halt wieder gesehen werden. Arbeiten halt oft auf der Straße, weil die Kanaldeckel sind ja auch häufig auf der Straße angebracht. Da machen die dann so ein Rohr in diese Kanalöffnung rein und dann, ja, saugen die halt dann den ganzen Kanal direkt da raus. Ich fahre mal lieber ein bisschen langsamer. Ich habe keine Lust nochmal Strafe zu bekommen. Okay, 50 sollte aber jetzt eigentlich nicht so langsam sein, aber egal. So, Service in einer Meile, aber wir brauchen da keinen Service. Und ja, das war jetzt ein Saug- und Druckwagen. Und dann machen wir gleich weiter mit dem nächsten Sonderaufbau. Das sind die sogenannten selbstfahrenden Arbeitsmaschinen. Habe ich jetzt selber davon auch noch nichts gehört. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen, na gut, ich kenne jetzt nur Selbstfahrer so aus der Landwirtschaft, vom Landwirtschaftssimulator. Da gibt es auch irgendwie so Selbstfahrspritze oder sowas, aber sowas hier. Hierbei handelt es sich um auf LKW-Chassis, also LKW das Grundgerüst also, montierte Arbeitsmaschinen wie Sägen, Bohrtürme, etc., die mobil einsetzbar sein sollen. Ach so, okay, ich verstehe, ja, okay. Das heißt, man muss nicht extra so einen Anhänger dafür haben, wo man den Aufbau hat, sondern der ist auf dem LKW fest montiert, diese Säge, und dann, ja, geht es halt dann damit. Also Maschinen, mit denen man halt fahren kann, sozusagen. Und dann gibt es noch den etwas ja, lustigeren Wagen, den Sprengwagen. Das ist eine weitere Form des... Eine Sonderform des... Warte mal, hä, da vorne ist ja ganz lustig, die Straße. Ne, da geht's nur mehrmals ab, weil da vorne sind so ganz viele grüne Pfeile so abgebildet auf der Map. Ja, also es ist eine Sonderform des Tankwagens. Der Sprengwagen kann zur Straßenreinigung und zur Bewässerung verwendet werden. Ach so, Sprengwagen, ich dachte erst, es wäre sowas, wisst ihr, so, um halt Sprengungen durchzuführen. Aber nein, es ist jetzt nichts, um Sprengungen durchzuführen, okay, ich dachte schon. Nein, okay, das ist einfach nur so zum Sprengen, so Sprenganlage, so halt Rasensprenkeln, keine Ahnung, wie man es hier sagt. Ja, so sagt man es wahrscheinlich, Rasensprenkeln. Ja, halt mit so einem, um halt dann so
Rasen und sowas zu bewässern. Aber jetzt nicht so, um irgendwas so in die Luft zu sprengen, okay. Dann gibt's noch den Turmwagen. Wie der Hubsteiger ist es zum Erreichen von Straßenlaternen, Oberleitungen und Schilderbrücken. Nur da ist es so, dass eine große Fläche da ist, wo halt, wo man sich halt hinstellen kann. Was ist das da drüben? Indianerdorf oder was? Wo sind wir hier? Newcastle upon Tyne. Okay, sagt mir jetzt nichts, aber da oben, es sieht irgendwie ein bisschen lustig aus, dass da auf dem Berg steht, dieses... Aber ich glaube schon, dass das irgendwas jetzt mit Newcastle upon Tyne zu tun hat, sonst hätten die das da jetzt nicht hingestellt. So. Ja, also Turmwagen, das ist dann so auch so eine große Arbeitsfläche, wo man sich halt hinstellen kann, und dann ist da drunter halt so ein Gestell, was hydraulisch halt angehoben wird, und dann kann man da... hat man da viel Fläche, wo man draufstehen kann, um halt dann das, ja, keine Ahnung, die Oberleitung oder was auch immer man, wo auch immer man daran arbeitet, halt dann daran zu arbeiten. Dann gibt es noch den Ü-Wagen, Ü für Übertragungswagen, von verschiedenen Rundfunksendern, die halt dann ja irgendwo hinfahren, ja, zu so einem bestimmten Auftritt halt, zu so einer bestimmten Feier und dann halt von dort live übertragen, dann brauchen die halt so einen Übertragungswagen. Da wird dann wahrscheinlich alles direkt irgendwie so ins Fernsehen übertragen. So, hier nach der Abfahrt, hier, wo sind wir eigentlich gerade? Hier können wir sogar, steht ja schon an den Newcastle, wo ist denn jetzt Newcastle, sind wir da nicht mehr? Ach doch, wir waren schon mal in Newcastle, ich dachte nämlich schon, wir waren schon mal in Newcastle. Und hier ist es so Newcastle upon Tyne. Und hier ist dieser Newcastle Hafen, okay, jetzt verstehe ich. Okay. Aber wahrscheinlich ist hier auf den Schildern immer nur, wo halt Abfahrt, wo es halt dahin geht, das ist immer nur angegeben, mit Newcastle, nicht jetzt Newcastle upon Tyne oder up on Tyne oder sowas, wie man es halt ausspricht. So, wie gesagt, hier hinter nach dem Autobahnkreuz beende ich diesen Teil. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Wir fahren jetzt im Moment auf der A696, okay. Ja, dreistellige Autobahn. Über Autobahn habe ich euch ja auch schon mal was erzählt, aber ja, in England wird es nochmal ein bisschen anders sein wahrscheinlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt tschüss und bis zu einem meiner nächsten Videos. Euer Line gemeint. Haut rein, Leute. The most